Hallo Leute und willkommen zu diesem Video. Wir probieren heute mal ein neues Format aus und zwar habe ich euch gefragt, bestimmte Sachen, und Timo und Lenny, die heute mit dabei sind, spielen gegeneinander und müssen erraten, was ihr wohl am meisten auf diese jeweiligen Fragen geantwortet habt. Dafür gibt es verschiedene Punkte und wer am Ende am meisten Punkte hat, der gewinnt. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage, beziehungsweise mit der ersten Schätzfrage, die darüber entscheidet, wer von euch gleich als allererstes anfangen darf zu raten. Wie viele neue Attacken gibt es seit Pokémon Karmesin und Purpur? Habt ihr? Ja. Okay. Yes. Close. Ihr seid nah beieinander. Timo hat geschrieben 25 close. Neue Attacken. Lenny hat geschrieben 30 neue Attacken. Es sind tatsächlich noch ein bisschen mehr. Und zwar 48 neue Attacken sind dazu krass, gekommen. 48? Okay, ich hätte auch mit viel weniger gerechnet. Yes. Deswegen, Lenny darf anfangen bei der ersten Frage. Und zwar habe ich 100 Leute gefragt, was ist dein Lieblings-Pokémon aus Paldea, aus Generation 9? Da sind einige dabei, die mir gerade in den Kopf schießen. Ich überlege, ob ich mit dem Meme gehe und einfach Perkuli sage. Gehe einfach mit Lechonky Boy. Und Lechonky Boy ist leider nicht mit dabei in den Top 10. Gar nicht? Nee, es wundert mich auch ein bisschen. Schade. Hätte ich auch gesehen. Aber ja. Dann bin ich dran, ne? Mhm. Also das Ding ist, man kann natürlich mit Startern gehen, aber ich sage jetzt einfach mal das Mon, welches ich am coolsten finde. Ich sage Granfogita. Und Granfogita ist tatsächlich in den Top 10 mit dabei und zwar auf Platz 4. 7 Leute haben es insgesamt genannt. Damit bekommt Timo dann seine ersten 7 Punkte. Ich gehe einfach mal mit Monitigo. Auch ein guter Guess, aber tatsächlich auch wieder daneben. Wieder nicht in den Top 10 mit dabei. Das gibt's nicht. Ist crazy, aber leider wieder keine Punkte für Lenny. Okay, ich habe einige Mons im Kopf, aber ich gehe als nächstes mit Baojian. Und Baojian ist auch nicht in den Top 10 mit dabei. Also. crazy. Boah, wen gibt's denn noch alles? Ah, es ist immer so auf Kommando, es ist immer so schwierig. Da fällt mir immer alles aus dem Kopf raus. Ich sag mal, Herashai. Auch wieder ein interessanter Guess. Auch wieder daneben tatsächlich. Ach, krass. Ja, ich dachte so von den Herrscher-Pokémon so eines der interessanten. Ja, sehe ich. Ich nehme Pabomamo, auch wenn ich ihn echt kacke finde. Also, ich glaube, ihr solltet auf jeden Fall niemals Elfmeterschießen oder sowas machen. Wieder daneben. Ach du Scheiße. Eisenhand. Mm-mm. Wieder nicht dabei. Schade. Eisenbündel. Es tut mir leid. Auch nicht. Es ist auch wieder nicht mit dabei. Alter, wir sind echt kacke in dem Game. wirklich so. Riesenzahn. Und Riesenzahn ist tatsächlich drin. Und zwar auf Platz 9. Und damit gibt es 2 Punkte für Lenny. Aber hey, immerhin ein Treffer. Ich gehe jetzt mit Koraidon. Das ist ein guter Guess. Denn Koraidon ist in den Top 10 mit dabei. Und zwar auf Platz 5. Und gibt 4 Punkte für Timo. Dann gehe ich einfach mal mit Miraidon. Und Miraidon ist in den Top 10. Jetzt habt ihr einen Run und zwar ist er auf Platz 6. Aber nur, weil der im Alphabet nach Koraidon kommt, gibt genauso viele Punkte, auch 4 für Lenny. Ich gehe mit Skelecrock. Starter ist, glaube ich, immer ein guter Guess. Aber die waren diese Season natürlich auch ein bisschen unbeliebter. Skelecrock tatsächlich nicht mit dabei. Ich würde ansonsten einfach mal sagen Zulord. Stimmt. Das ist ein spannender Guess. Ich würde sagen, der kann durchaus mal in den Top 10 landen. Der wäre bei mir safe in den Top 10, weil ich glaube, den haben nämlich viele auch in ihrem Story-Team gehabt und deswegen haben die da eine gewisse Bindung zu, safe. Sylot ist aber tatsächlich auf Platz 8. Ja, es gibt 3 Punkte für Sylot. Stark. Nigiragi ist daneben. Buckle. Ich gehe jetzt all in. Buckle ist süß, aber Buckle ist leider nicht dabei. Schade. Ich versuche gerade zu schauen, welche Mons die Leute in ihrem Story-Team haben. Was halt so relativ früh kommt, wäre Tarundel. Tarundel. Komm, ich versuch mal Voltrian. Voltrian finde ich super, super geil. Wäre wahrscheinlich in meiner Top 10 dabei, aber in der Community Top 10 leider nicht vertreten. Ich finde es crazy, dass ihr die Top 3 noch nicht habt. Hey, ja, ich bin auch ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nehme Sedisal, das ist Minecraft-Schaf. Das ist ein interessanter Guess. Ist der beliebt? Ich weiß nicht, aber ich dachte vielleicht, weil der so Minecraft-Schaf ähnlich aussieht. Also Fun Fact zu Sedisal, ne? Ich glaube, ich habe gestern den Namen zum ersten Mal gelesen. Und zwar, echt wahr? Als ich diese Top 10 nicht gemacht habe, das war in einem random Video. Seht die Sahne nicht dabei. Okay, ich gehe mit Kolobal. Auch wieder daneben. Ich sag, auf die Top 3 kann man auf jeden Fall kommen. Famibs. Auch starker Guess, auch daneben. Ampitz. Auch starker Guess, auch daneben. Auch wieder daneben. Gladimperio. Und damit betreten wir endlich die Top 3. Gladimperio ist komplett richtig. Den hatte ich nämlich vorhin in meinem Kopf.
8 Punkte für Lenny. Sehr stark. Dann versuch ich Kimanzu. Kimanzu ist nicht dabei in den Top 10. Das. Azuglades wäre mein nächster Gast gewesen, tatsächlich. Und Azuglades, der ist auf Platz 1. Mit 10 Stimmen. Ja, stark. Gute damit Meinungen. Holt sich Lenny hier nochmal 10 Punkte mit dazu. Dann nehme ich Epitaph. Plötzlich geht's. Plötzlich läuft's. Strong. Top 10 strong gelöst. Epitaph auf Platz 2 mit ebenfalls 8 Stimmen wie Gladimperio. Einer meiner Favorites, dass der mir nicht eingefallen ist, beschämt mich gerade ein bisschen, aber ist in Ordnung. So, das heißt, wir haben nur noch Platz 7 und 10 offen. Ich glaube hauptsächlich, ich finde den cool, aber ich sage ihn jetzt trotzdem, Lextremo. Ich finde den sau cool. Also, der ist richtig cool. Ich glaube, der wäre auch in meiner persönlichen Top 10. Hier ist er leider Taschenmesser einfach. Oh, ja. Ich nehme Juju. Auch starker Guess, auch nicht dabei. Bleibt nischig, Spinsidias. Boah, weiß ich nicht. Findest ich du find den auch so cool? Funny, aber ich glaube, da bin ich auch einer der wenigen. Ist nicht dabei, nein. Dann nehme ich Flanival. Flanival ist tatsächlich in den Top 15. Ah, zu Recht. Shit. Es ist, glaube ich, meine Nummer 1 oder 2. Ich finde den so süß, wie der so Naruto-Run auch durch die Gegend. Du liebst so geil ihn so und ich dachte so, dass du deine Community vielleicht so ein bisschen auf den Drift gebracht hast. Damals so manipuliert hast, so ein bisschen geinfluenced. Ich weiß nicht, ob er dazugehört. Aber Paldea Felino? Würde dazu gehören, ist nicht mit dabei. Paldea Tauros? Auch daneben. Ich gebe euch mal insofern einen Tipp. Ihr wart an Platz 7 schon sehr nah dran. An Platz 10 auch nicht weit weg. Ich würde dann mal mit Hefe gehen statt... Nope. Wir nehmen Klibbe. Nope. Klibbe, Alter. Aber auch geiler. Beherrscher-Pokémon durchgehen. Schlurm. Nope. Aber auch geiler. Ein Glück muss ich ja. Ja, Adebomb ist safe nicht dabei. Psyopatra? Nope. Das glaube ich nicht. Nee. Saltigant. Japp. Echt? Saltigant für mich die Überraschung, dass der in den Top 10 gelandet krass ist. Auf Platz 7, 3 Punkte für Lenny. Heftig. Hätte ich auch nicht erwartet. Für Nummer 10 gebe ich euch soweit den Tipp, es ist ein Paradox-Pokémon. Klar. Ja, okay, es ist 50-50. Donnersichel. Und damit gewinnst du die 50-50. Okay, ja. Platz 10. Dass mir meine Favorites nicht einfallen. Donnersichel. Ja. Aber Donnersichel und Eisenkrieger hätten wir, glaube ich, viel früher nennen müssen. Das heißt, wir haben einen Zwischenstand von 30 zu 21 für Lenny. Damit kommen wir zur zweiten Frage und Timo darf anfangen, weil er gerade hinten liegt. Und zwar habe ich die Leute gefragt, nenne einen beliebigen Pokéball. Let's go. Boah. Okay, pass auf. Wir starten mit dem Pokéball. Und der Pokéball ist ein starker Guess, muss ich sagen, ist auf Platz 10. Ach du Scheiße! Mit sehr vielen anderen Bällen zusammen, die jetzt alle Gott damit rausgeflogen sind. Also ich lasse bei Platz 10 jetzt nur einen durch und Timo bekommt 3 Punkte. 3 Leute haben den Pokéball genannt. Ich gehe mal mit dem Hyperball. Der Hyperball ist tatsächlich auf Platz 4. 7 Punkte für Lenny. Ich stehe für die Shiny Hunter ein. Ich gehe mit dem Luxusball. Und der Luxusball war für mich die Überraschung in dieser Umfrage, ist auf Platz 2. Oh, mit strong 12 Punkten. Auch sehr beliebt, der Flottball. Und der Flottball ist auf Platz 1. Mit 21 krass Stimmen. Krass. Easy going. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass er auf der 1 ist. Ich nehme den Beastball. Und auch der ist in den Top 10 auf Platz Nummer 6. Okay, was haben wir noch? Den Finsterball. Und der Finsterball komplettiert die Top 3. 7 Punkte für stark, Lenny. Stark. Schwerball? Wäre tatsächlich auf Platz 10 gewesen, ist verdrängt worden vom Pokéball. Ja, ich glaube, ich wage mal was. Der Mondball. Und der Mondball ist drin. Der Mondball ist drin. Echt? Auf Platz 8. 4 Leute haben den Mondball genommen. Ist ja coole Leute gefragt. Ich nehme den Premierball. Und der Premierball ist auch drin und macht damit schon mal die Top 6 zu. Das war nämlich die Lücke auf Platz 5 mit 7 Leuten. Wir haben nur noch 2 Plätze frei. Den Heilball. Der Heilball ist nicht mehr dabei. Nicht mit dabei. Ich nehme den Superball. Der Superball, simpel, aber nicht mal dabei. Platz 10. Auch nicht mit dabei. Krass. Echt? Hier, der Meisterball. Der Meisterball. Selbstverständlich muss der in den Top 10 sein, würde man denken, aber nein. Er wäre auf Platz 10 gewesen. Genauso viele Stimmen wie der Pokéball. Ich glaube, viele kennen die Kanimani-Folge und ich probiere jetzt einfach mal den Köderball. Ja, ich finde ihn auch sehr geil. Köderball aber sieht irgendwie cool aus, ja. Wenn du jetzt mit kommst, dann ist er wahrscheinlich nicht dabei. Ihr habt auf jeden Fall die Top 3 der schlechtesten Bälle, die aber zumindest genannt wurden,
schon mal fast gefüllt. Eine Stimme für den Köderball. Es gibt noch einen weiteren Ball, der eine Stimme bekommen hat. Bekommt man extra Punkte, wenn man den errät? Nö. aber okay. Gibt Props dafür dann. Weil der ist tatsächlich nicht. Mir fallen noch so eine Handvoll ein. Safari-Ball. Sehr cool, aber nicht dabei. Ich glaube, der wurde sogar gar nicht genannt. Vergisst man auch gerne. Ja. Der ist ja auch gar nicht so wichtig. Jubelball. Auch nicht dabei. Was? Dann der Netzball. Auch nicht dabei. Dann der Wiederball. Der ist tatsächlich echt geil, wenn du den Pokédex einmal voll gemacht hast. Aber auch nicht dabei. Auch nicht dabei, ja. Der Tauchball. Auch nicht dabei. Die meisten, die jetzt halt noch kommen, die meisten sind halt so Aprikoko-Bälle und die sind mir alle ein bisschen zu nischig. Deswegen gehe ich jetzt mal noch mit einem. Aber der ist wack. Niemand nimmt den fucking Nestball, Alter. Wobei, Flo. Ja, ich nehme den Nestball. Der einzige Ball, mit dem man Flo bekommt. Das ist wahr. Will aber scheinbar keiner. Will scheinbar keiner nehmen, nicht einmal gepickt worden. Scheiße. Nimmst du persönlich. Der Timerball. Und der Timerball ist drin. Und zwar auf Platz 7. Gibt nochmal 5 Stimmen für Lenny. Und damit fehlt nur noch Nummer 9. Dann nehme ich den Turboball. Und das ist richtig. Ja, so. Der Ball, der nur einmal genannt wurde in den schlechtesten Top 3, wäre übrigens der GS-Ball noch gewesen. Oh, den hatte ich sogar auch noch im Kopf, stimmt. Der ist sogar gar nicht so kacke eigentlich. Lenny bekommt 44 Punkte obendrauf, ist jetzt bei insgesamt 74 Punkten. Und Timo bekommt 32 Punkte obendrauf, ist jetzt also bei 53 Punkten. Da ist noch alles offen. Wir kommen zur nächsten Frage. Timo darf als erstes antworten. Und zwar habe ich wieder 100 Leute aufgefordert zu sagen, nennt mir doch mal ein Pokémon, das mit dem Buchstaben S beginnt. Let's go. Wir schießen direkt 1000 Pokémon in den Kopf. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich auf meinen ersten Guess vertrauen soll. Wahrscheinlich nicht. Ich gehe mit Shiggy mit. Und Shiggy ist in den Top 10 mit dabei. Und zwar auf Platz Nummer 7 gibt es 3 Punkte für Shiggy. Auch so 30 Namen. Aber ich nehme mal, weil er so aktuell ist, Skelocrog. Und Skelocrog ist dieses Mal ganz, ganz knapp drin in der Liste. Und zwar auf Platz Nummer 10. Ein beliebtes Pokémon fängt mit S an. Und zwar nehme ich Seemops. Oh ja, der ist süß. Der ist süß, aber nicht in der Liste mit dabei. Nicht drin, krass. Okay. Nee. Skorgler. Nicht mit dabei. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Leute, die ihr Lieblings-Gen 9 Pokémon genannt haben, dass sie das nicht in der Theorie auch dann dort mit reinschreiben? Deswegen nehme ich jetzt Zaltigant. Und Zaltigant ist mit dabei. Das ist eine interessante Kombi. Auf Platz Nummer 5 mit ebenfalls 3 Stimmen geht es an Timo. Dann möchte ich Zulord aber auch nochmal mit in den Hut werfen. Und das wäre der Guess, für den Timo eher hätte gehen sollen, vielleicht von den beiden. Denn es gibt tatsächlich Platz 2 für Zulord an Lenny. 8 Punkte für den Boy. Wenn euch das Format bis hierhin gefällt, lasst doch sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Würde mich riesig unterstützen und ich würde daran auch einfach mal festmachen, ob wir dieses Format weiterhin auf diesem Kanal bringen oder nicht. Je nachdem, ob wir, sagen wir einfach mal, die 700 Likes erreichen oder nicht, gibt es dann auch einen zweiten, dritten, vierten, fünften Part hier auf diesem Kanal. Deswegen ballert den Like-Button und jetzt viel Spaß mit dem restlichen Video. Ich nehme Smetbo. Das ist ein guter Guess. Ja, weil er so früh anfängt halt, weißt du? Deswegen auch wegen der Anime-Bedeutung und so weiter. Hier beim Überfliegen sehe ich Smetbo tatsächlich nicht. Alright. Weiter unten leider nicht. Aber ich verstehe den Guess. Aber die Gen 1-Leute sterben langsam aus. Ne? Die kommen so ins Rentneralter und dann ist langsam aber sicher blub, blub, weg. Werden immer weniger. Schillock. Nachvollziehbar, wenn Shiggy drin ist, aber nicht mit dabei. Ich probiere Sumpex. Auch wieder nicht mit dabei. Staraptor. Und Staraptor ist auf Platz 4 mit 5 Stimmen. That's wrong. Ich nehme Silvaro. Ist nicht mit dabei. Ah, shit. Boah, Alter, krass. Sterndu. Nope. Oh, Spinzi und? Diaz. Nope. Seedisal. Again. Nope. Seedrakling. Der könnte auf jeden Fall drin sein, aber das war das erste Mal, das hier nämlich in den Kopf geschossen ist, deswegen... Sepa? Nein. Ja, Simon wird safe nicht sein. Naja, komm, geh für Simon. Sei Ehrenmann. Ich geh für Sama Center. Spaß, stopp! Ey, ganz ehrlich, ne? Wenn da jemand reinschreiben würde, Sama Center mit S, würde ich es mit aufnehmen in die Liste. Starmie. Auch nicht mit dabei. Okay, ich jetzt aber mit Seemon. Und Seemon ist tatsächlich Platz 1, 42 Stimmen. Nein. Real? Nein. Ach so, ich dachte, so dein Gesicht zu lesen. Du warst bei Seedrakling so, und bei Seemon so, und dann so, komm, geh auf Seemon. Nee, Seemon leider nicht dabei. Okay, aber wäre geil gewesen. Ich wusste das aber nur, ich hätte mich gehasst, wenn ich es probiert hätte. Ja, also ich.
Somniam. Somniam nicht dabei, nein. Schmerbe. Nicht dabei. Somnivora. Nicht dabei. Sonnenflora. Nicht dabei. Dann probiere ich Sonnenkern. Nicht dabei. Schafax. Es geht ein wenig in die richtige Richtung. Nicht deswegen, warum ihr denkt, dass es in die richtige Richtung gehen würde, aber es ist leider nicht drin. Aber Schafax ist schon mal gar nicht so schlecht. Selfe. Guter Guess, nicht dabei. Strobilicat. Nicht dabei. Diese Schafax verunsichert mich, aber es bringt mir irgendwie gar nichts in meinem Kopf. Ja, Schafax war schon gar nicht so schlecht. Schafmon. Silisal, let's go. Solgaleo. Sehr starker Guess. Oh ja. Nicht dabei. Schluppuck. Geht auch wieder in eine sehr, 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 sehr gute Richtung. Aber nicht dabei. Schlurp. Schlurp ist dabei. Auf Platz Nummer 9 gibt's 3 Punkte für Timo. Eine der Überraschungen für mich, aber... Deine Community ist halt, ne? Schlappfel. Nicht dabei, aber gute Richtung. Schlappohr. Nicht dabei, aber gute Richtung. Schluck weg. Nicht dabei, aber auch wieder sehr gute Richtung. Bist du denn hier in deiner guten Richtung? Ich will euch nicht zu viel Tipps geben. Du solltest Navi einsprechen. Das sind nicht ganz nicht die gute Richtung. Ich glaube, ich weiß, was du uns damit sagen möchtest. Aber mir fällt das Pokémon noch nicht ein. Ich habe gerade so ein Blackout. Sichlor. Sichlor. Sehr starker Guess, aber nicht auf Platz 8, aber auch nicht auf Platz 6, sondern auf Platz 3. 7 Punkte für Timo mit Sichlor. Guter Guess. Ich sag auch Spoink. Leider nicht. Aerox. Das war die Eins, ne? Das war das, was du meintest, die Richtung. Also der Schlaut ist nicht so schlecht. Ja, genau, das ist das Ding. Ja. Platz 1. Ich hab mir überlegt, was das Pokémon ist. Als ich Sichlor gesagt habe, dann ist mir aber auch erst Aerox eingefallen. Also Schirox und Sichlor zusammen mit 18 Stimmen insgesamt. Schirox gibt 11, Sichlor 7. Jetzt wird's nischig, aber so Schlurp und Schirox und Schluppuck und wie sie alle heißen, immer noch gute Richtung, würde ich sagen. Dann rennen sie mir jetzt doch ein Milch aus der Hand. Ja, nee, ich glaube, ich skippe einmal. Ich probiere jetzt erstmal Schlurpleck aus. Nicht mit dabei, aber sehr, 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 sehr starke Richtung mal wieder. Du bist einer. Oh, ich hab was Gutes, okay. Starrer Lili. Guter Guess, nicht dabei. Okay, pass auf. Smogmog. Nicht dabei. Die gibt's ja. Aber guter Guess, sehr guter Guess. Hättest du sonst Smogon gesagt, kennt man vielleicht noch wegen des Smogon Competitive Sims, aber weiß. Ja. Komm, nehme ich einfach. Also Team Rocket, Smogon Competitive. Ja, ja. Super starke Argumente, nicht dabei. Slymog. Nicht dabei. Slyma. Nicht dabei. Okay. Sibuna. Ich wusste, dass jetzt was Falsches kommt, ist nicht dabei. okay, aber ist okay. Ja, ist trotzdem guter Guess gewesen. Ich hätte sonst Sneeble gesagt noch. Auch nicht dabei. Die Boss. Auch nicht dabei. Ah, shit, dass die nicht da, keiner von denen dabei ist, krass. Skunkapu. Auch nicht dabei. Skuntank. Auch nicht dabei. Servol. Servol auch nicht dabei. Simsala. Sehr, sehr starker Guess. Nicht dabei. Auch nicht dabei. Ja, die schon alles, Leute, wir wissen es ja. Scaraborn. Auch super starker Guess. Krass, dass die jetzt so alle aus der Pistole geschossen kommen. Ja, auch nicht dabei. Ich gebe euch den Tipp. Ah, doch, zwei habe ich noch. Eins fängt mit einem S-Laut an. Und eins. Das andere mit einem Sch. Mit einem Sch-Laut, ja. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht. Vielleicht sogar mehr als nur mit einem Sch-Laut. Ich glaube, wir werden nie wieder in diesem gesamten Format, in irgendeinem Format haben, dass ihr näher an einem Pokémon dran seid, als das, was ihr vorhin abgezogen habt, wo ich gesagt habe, sehr, sehr gute Richtung, sehr, sehr gute Richtung. Oh Mann. Ich denke, glaube ich, wohin du gehen willst, warte. Ja. Hör ich in die ersten 4 Buchstaben, aber dann hört's auch auf. Was, wenn ich sage, ihr kennt sogar die ersten 6? Hä? Ja. Satzinia. Nope. Garabax. Nope. Ach so, LOL! Garabax, dachte ich so. LOL klingt gut vielleicht schon. Ja, mal. Ich weiß es natürlich. Hä, LOL. Ich dachte die ganze Zeit, der steht schon. Ja. Schlurm. Es ist Schlurm, ja. Und ich hab die ganze Zeit gedacht auf den deutschen Schlurm. Und danach hast du gesagt, Schlurp ist raus. Jetzt nur noch ein S-Lauf. Wen hatte ich denn vorhin noch? Der ist sehr, sehr nischig, dass der da drin ist, würde ich sagen. Salanga. Keine Ahnung, wo das herkam aus deinem Kopf, aber nein. Rengo. Oh Mann. Das ist so sehr nischig und so. Deswegen. Ja, Salanga ist sehr nischig. Sengo. Nein. Sanaconda ist dann wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich geh mit Sanaconda. Es ist Sanaconda.
Nein! Platz 6 geht an Sanaconda, ja. Was? Stark. Stark. Aber Gab ist ja geblieben. Boah. Aber ich dachte ganz kurz, als du jetzt so fragst, ne? Sanaconda ist es nicht, ne? Was nehme ich dann? Da dachte ich dann, oh nein, bitte nicht. Ich dachte auch, du warst so überrascht von Salanga, ja. Aber wahrscheinlich, ja, weil es so nah dran war, dachte ich, okay, ja, dann ist es Sanaconda, ja, nicht. Du, ich dachte auch so, dass das Sanaconda drin ist. Das überrascht mich auch, ehrlich gesagt. Überrascht mich auch sehr. Es hat jetzt echt gedauert, bis ich darauf gekommen bin. So. Kommen wir zur vielleicht schwierigsten Kategorie. Timo darf wieder anfangen. Yes. Ich glaube, das ist aber auch die Kategorie, wo ich echt froh bin, dass du gerade hinten liegst, weil ich glaube, dass du da mehr Punkte holen kannst. Und zwar habe ich wieder 100 Leute dazu aufgefordert, mir einen Ort in Paldea zu nennen. Alrighty. Oh ja. Dann wir mit Messalona City. Und Messalona City ist Platz 3. Right. Mit 13 Stimmen. Also hier kann ich sagen, die ersten Plätze geben sehr viele Punkte. Ich sage Zone 0. Das wäre mein nächster Guess gewesen. Das ist wahrscheinlich Platz 1, ne? Und Zone 0 oder Schlund von Paldea, ist ja beides das gleiche, ne? Gibt 24 Punkte, Platz 1 an Lenny. Ah, das wäre mein nächster Guess gewesen. Schade. Aber es sind sau viele Punkte noch im Rennen. Was ist, wenn wir so... Wenn ich zum Beispiel jetzt nicht genau wiedergeben kann, wie die Stadt heißt, weil... Das ist ich weiß okay, nicht. Das ist okay. Okay, also hier, ich Fremanka City, da die Elektro-Arena-Leiter-Stadt. Weißt du, was ich meine? Es ist Fremanka City und Fremanka genau. City aus auf Platz 2. 16 ja. Stimmen. Oh, sehr gut. Für Timo. Top 3 gelöst. Pratolido habe ich noch. Pratolido ist mit 4 anderen Sachen auf Platz 10. Und damit gibt es... 2 Punkte für Lenny. Damit fallen alle anderen aber raus. Ich nehme Schmierhain. Der Schmierhain ist auf Platz 8 und gibt damit 4 Punkte nochmal an Timo. Ich habe auch viele Namen gar nicht. Also so in diese Richtung, aber ich weiß nicht genau, wie die heißen. Das ist auch so mein Problem so ein bisschen. Westliche Zone 1. 1. Das Ding westliche ist, Zone im Allgemeinen. Westliche Zone wäre... in den Top 10 gewesen, aber wir hatten, glaube ich, westliche Zone 1 einmal, 2 einmal und 3 einmal. Ich nehme Moldred. Strong. Aber Moldred wurde nur einmal genannt. Krass. Nicht mit dabei. Gewässer, der Knusperwald, heißt der so? Ist nicht mit dabei. Wurzelwüste. Starker Guess. Stark? Nicht dabei. Muntert euch das wenigstens auf, wenn ich sage starker Guess, oder? Ja, schaut das jetzt. Schaut euch das auf. So fürs Selbstwertgefühl gut, ist gut, genau. Ganz gut. Garafosa oder so? Das ist ja auch mein nächster Guess gewesen. Garafosa City auf Platz Nummer 9. 3 ja. Stimmen für Lenny. Ja, muss ich ganz, ganz tief dicken gerade, ey. Ja, auch ich auch übelst. Also ich kenne das einige, aber hier, wie heißt der Bambuswald oben rechts? Heißt der Bambuswald? Ich glaube, ja. Dann nehme ich den Bambuswald. Der Bambuswald ist nicht mit dabei. Gab es so Stadt, die so ähnlich wie Frigometri? Frigomonta, glaube ich, weil das der Berg ist. Frigomonta, ja, gibt es. Ist auf Platz 7 mit 4 Stimmen. Jetzt ist die Frage, wie heißt der Berg? Der heißt irgendwas mit M. Reicht es? Der Berg mit M? Der Berg mit M. Berg mit M. Reicht mir, glaube ich, nicht. Ne? Also zumindest so vom Klang her. So, weißt du, so wie, wenn du Lieder, wo du die Texte nicht kennst, mitsingst. Yeah, wenn man da das ungefähr drin erkennt, dann sage ich das okay. Ja, nee. Safe. Die Pflanzenortstadt bei Londa, Belon, ne? Pass auf, es wäre Boladin. Ah, Boladin, so war das genau. Ja. Ne? Aber ist eh nicht mit drin. Ist nicht mit dabei, ja. Ja, stimmt aber. Ne? Mhm. Ich habe noch Kutscherico. Stark. Nicht mit dabei. Genau. Ist halt so wie Alabasia. Ja, deswegen nachvollziehbar. Guter Guess, Lenny. Guter Guess. Danke. Mann, ich hab die ganze Zeit Monte Carlo im Kopf. Das heißt nicht Monte Carlo. Wie heißt denn der Scheißberg? Zählt Monte Carlo? Nö, ne? Das ist ein Pokémon. Fängt es mit Monte an, irgendwie so? Ich weiß, welches du meinst. Der Lenny zählt Monte, Berg. Der Monte Berg. Der Monte Berg. Das musst du entscheiden. Also ich Ich würde sagen, da Timo gerade hinten liegt, kann man da ein Auge zudrücken und sagen, Montanata zählt. Montanata. Ich wusste nämlich noch, das hört sich an wie Montana Black, aber es ist nicht ganz Montana. Ja, irgendwie, genau. Noch was dazwischen, so noch so eine Silbe. Ist auf Platz 5, 7 Stimmen für Timo. Porta Marinedo oder so? Ja. Ich liebe es, wie niemand... Ich hätte auch Portemonnaie City gesagt. Wie niemand diese Stadtnamen kann, Alter. Oder irgendwie, Porta oder... Nee, reicht schon. Es reicht, ja. Es ist okay. Puerto Marinero.
Puerto Marinero, ja. Puerto Marinero, okay. Aber ich find's so witzig, wie alle immer nur so, das ist City, ne? Marinade, ja. Bleibt nur noch Platz 4 und der gibt tatsächlich nochmal ein paar Punkte. Ist, aber ich kann dir nicht sagen, wie es heißt, deswegen gebe ich ab. Was das ist? Okay. Die heißt ein bisschen wie Amarillo. Azarello oder sowas? Azaria gibt es, genau. Ja. Azaria. Mhm. Ist nicht auf Platz 4. Genau. Ich weiß, was, glaube ich, was Platz 4 ist, aber ich... Ich glaube fast nicht, dass du das weißt. Also ich dachte bisher auch... Glaubst du echt? Willst du den Ort beschreiben? Das ist der See, wo Hirasai und Nigiragi sind. Nee. Echt nicht? Nee. Dann sage ich südliche Zone 1. einfach zwei Guesses rausgehauen. Ist aber okay für mich. Nein. Ja, wir haben, glaube ich, nur noch eine Stadt actually offen und das ist die neben dem Schmierhain. Und dort kannst du Cremanzo und Azuladis entwickeln. Vielleicht haben die Leute das, die deswegen genommen. Wer ist denn dran jetzt mit Raten gerade? Ich bin dran, ja. Okay. Aber wir Tag-Team gerade. Ja, ich merke nämlich gerade. Wollen wir dann auflösen? Ich bin fein damit, aber Lenny noch. Ich glaube, okay. Ihr werdet nicht auf den Namen kommen. Aber es ist die Stadt, ne? Es könnte die Stadt sein. Also es ist Mesclara. Mesclara, ja. Na klar. Ja, nein, jetzt mal no joke, dass mir die nicht eingefallen ist, ärgert mich gerade, weil ich bei Mesalona, da war noch eine andere mit Mes und das habe ich danach vergessen. Mesclara. Scheiße. Ja, Mesclara ist stimmt. Das ist die Arena-Leiterstadt von Naoki. Dort mit dem Restaurant. Doch, deswegen die Normi-Stadt. Dass das über 10% aller befragten Leute angegeben haben, das ist crazy. Also 11, krass, ja. 11 von 100. Damit sind wir durch und wir machen die Auswertung. Lenny hat sich geholt 39 Punkte und Timo hat sich geholt 40 Punkte. Also 39 zu 40, wenn ich das hier richtig sehe. Strong, strong, strong. Ja. So, nächste Kategorie, Timos Lieblings-Pokémon. Es gibt auf jeden Fall eine falsche Antwort bei dieser Kategorie. Und zwar war die Frage an die 100 Leute oder die Aufforderung. Nennt mir ein blaues Pokémon. Flo, ich weiß genau, welches Pokémon dort dabei ist. Nee, das kann nicht dabei sein. Ich gehe direkt für Knackrack. Knackwack ist nicht mit dabei, wäre auch nicht zugelassen, weil es lila ist. Lila, wollte ich sagen. Ja, ja, ja. Bist du der lila Boy? Knackwack lila, oder? Ich würde auch eher sagen. Also es geht in Richtung. Also es ist so ein blau-lila, aber es wenn wir jetzt lila. Schon. Gut. Ich würde dann tatsächlich aber doch nochmal so ein bisschen den Casual raushängen lassen und Shiggy sagen. Und Shiggy ist auf Platz 5. 6 Punkte für Lenny. Dann gehe ich mit Turtok. Ist haarscharf mit dabei. Krass. Wieder auf Platz 10 mit 4 anderen, die jetzt alle wegfallen, aber Turtok ist richtig, gibt 3 Punkte. Garados. Garados ist Platz 8, 4 Punkte. Aquana. Nehmen wir mit. Aquana ist nicht mit dabei. Hirasai war vorhin nicht mit dabei. Dieses Mal holt er sich Platz 2. Oh! No. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte so mit 8 gerechnet, ja. Maximum. 8 Punkte für Lenny. Scheiße. Es ist sogar Platz 1, der ist nur auf Platz 2 wegen Alphabet. Das heißt, Platz 1 gibt auch nochmal 8 Punkte. Krass. Ja, bei Londa. Bei Londa ist Platz 4. 6 Punkte für Timo. Also die Frage, ob man Quacks damit reinzählen kann, weil er eher weiß ist, ne? Aber er hat so blaue, ich glaube, das Einzige, was an dem blau ist, ist so die Mütze. Ich sag Shiny Epitaph, nein. Also ich sag dir so viel, Shiny Epitaph hat mehr Stimmen bekommen als Knackrack. Okay, ich sag mal, ich sag trotzdem aber erstmal Seemon, weil wir den vorhin schon mit dabei hatten. Vielleicht. Seemon ist nicht mit dabei, nein. Ich sage Seishin. Nicht mit dabei. Boah, das sind wilde Platzierungen irgendwie schon. ja. Gab es nicht eine blaue Form von Nigiragi? Ne, es gibt gelb, rot. Ich sag trotzdem Nigiragi. Blaues Nigiragi. Müsste gelb, rot ich sage, und orange sein, glaube ich. Ich habe jetzt die Nummer 3, Flo. Hast du? Ja, Konjutsu. Oh. Nicht mit dabei. Könnte. Was? Das überrascht mich. Beliebteste Pokémon der Welt. Das überrascht mich auch gerade. Aber vielleicht verbindet man den weniger mit Blau, keine Ahnung. Ja, mit was denn sonst? Pink oder was? Schwarz. Ja, die Stimme ist schon sehr eindeutig. Rot, ja. Enteron. Enteron ist nicht mit dabei. Hyogre. Wäre auf Platz 10 mit dabei gewesen. Ah, okay. Arctos? Nope. Dialga? Nö. Blau.
Blaublüte Enzian. Ja, ich hab gerade im Kopf. Froxy. Ich kann nicht akzeptieren, dass Quadratu gar nicht dabei ist. Froxy auch nicht dabei. Sternias. Auch nicht dabei. Dragunir. Good guess, nicht dabei. Dratini. Nicht so guter Guess, nicht dabei. Es gibt doch so viele. Warum tue ich mich so schwer? Seemops. Auch nicht dabei. Voll genau. Auch nicht dabei. Seemon hatten wir vorhin, der war nicht dabei. Zeta King trotzdem? Nope. Wenn Quajutsu nicht dabei ist, dann ist er doch Real Talk kein Starter mehr drin, oder? Impergator. Nope. Kanimani. Ja. Platz. Nein. Auch nicht. Oh mein Gott. Du bist mit Timos Gefühlen spielen. Empoleon? Empoleon. Nee. Aber Plinfa könnte dabei sein. Nee. Atmurai. Atmurai würde ich am liebsten skippen, aber wegen Hisui, der ja ich im Atmurai. Nope. Am Ende sind es die Mittelentwicklung, die wir überall ausgenommen haben. Ja, aber wirklich. Plinfa empfohlen, dazwischen ist Klebrin. Gut, das hat mich jetzt auch sehr gewundert, muss ich sagen. Also Plinfa ist schon sehr, sehr gut, finde ich. Quax. Und Quax wurde vorhin gecallt, wurde aber nicht genannt, richtig? Ja, genau, du hast ihn als Weiß eingestuft, sehe ich auch, aber ich weiß ja nicht, wie die Leute so drauf sind. Genau, und Timo geht für Quax und Quax ist richtig. Okay, das ist auf Platz 7. Ja. Oh, Moment, da habe ich verschenkt. 5 Punkte für Timo. Bylord. Good guess, nicht dabei. Donnersichel. Donnersichel. Ah ja, wegen dem blauen Körper, nee. Scaraborn? Nope. Metagross? Nope. Tarnil? Nope. Utalanda? Nope. Bronzong? Nope. Versetzt euch noch mehr in die Situation rein. Ihr sitzt da in so einem Dokument, sollt das eingeben, was euch als erstes einfällt und es kommt blau. Das erste Pokémon, was mir einfällt. Man geht ja vielleicht nicht direkt auf den Mon, sondern sieht erstmal blau und dann, was verbindet man mit blau und dann, was verbindet man mit dem, was man verbindet. Turtok, es gibt literally Pokémon blau und da ist Turtok auf dem Cover. Ja, der war auch drin. Ja, Platz 10 hat nicht so viel geholfen. Ich nehme mal Naffi. Ist auf jeden Fall eine richtige Richtung, aber ist nicht mit drin. Quappo. Auch wieder richtige Richtung, aber nicht mit drin. Metagross war nicht die richtige Richtung. Tunnel auch nicht. Ja, ich check, was du meinst. Ich meine, ihr könnt euch ja auch die Pokémon angucken, die ihr bisher habt. Was haben die alle gemeinsam? Könnte ein Trend sein. Könnte ein Trend sein. Gut. Glurak. Lucario. Nope. Ich gehe zwar nicht so weiter, aber Lucario hätte es noch safe sein können. Lapras. Ultra guter Guess. Vielleicht einer der besten Guesses überhaupt heute. Aber ist nicht mit dabei. Egal, aber, ich nehme das Kompliment. Aber ich finde den eigentlich stark, ja. Also eigentlich hätte ich den sogar auf der 1 gesehen vielleicht. Ja, deswegen dachte ich auch, das ist so ein 1er-Kandidat. Ja. Aber naja, gut. Weimar. Nope. Lusardin. Nope. Tohaido. Nope. Lumiflora. Lumiflora meinst du, ne? Lumiflora, ja. Nope. Schön blau. Aber nicht die richtige Richtung. Ist da ein Pokémon in der Top 10, was nicht blau ist? Nö. Pentacha. Good guess. Nerviges Mon. Nicht dabei. Quapuzzi. Nope. Toxa? Nope. Ja, um die Reihe zu beenden, noch Quapsel? Nope. Noch ist die Reihe nicht zu Ende. Aber die blauen zumindest. Ja, ja. Quax. Die blauen grün. Ist schwer, ist echt schwer. Hätte ich nicht gedacht. Dann nehmen wir Azumarill. Und Azumarill ist auf Platz 1 mit 8. Oh, finally. Stark. Sehr, sehr stark. Geht zwar ein bisschen aus der Wasserrichtung, aber ich glaube trotzdem, dass vielen Leuten Zubat hätte einfallen können. Ich auch gedacht, ja. Mhm. Nicht dabei. Merrill. Das war das Beste, was für dieses Format hätte passieren können, dass Lenny jetzt nicht einfach für Merrill geht, denn Merrill ist Platz 3 mit 7 Stimmen. Stark. Ja, ich war so von meinem... Ich dachte, ja, ich nächste Runde dann vielleicht, aber... Nee, nach aktuellem Stand, Timo aber immer noch hinten. Timo 149 Punkte, Lenny 153 Punkte. 4 Punkte Unterschied. Ich sag dann noch Azurill. Und Azurill wäre auf Platz 10 gewesen, zusammen mit Turtok. Also schade. Die ganze Reihe war tatsächlich in den Top 10. Gut, dass du den genannt hast, weil ich wollte den nämlich auch gerade. Boah, jetzt geht da ein bisschen die Pumpe. Das ist aber geil, dass es jetzt nochmal so spannend wird. Scripted. Das Ding ist, Timo muss beide erraten, weil Lenny mit dem jeweils anderen wieder drüber wäre. Welser. Nope. Bingul. Nope. Lanturn. Nope. Lampi. Nope. Malreiser. Nope. Sejong. Nope. Ich glaube, es ist schwierig drauf zu kommen, aber... Wummer. Ist auf jeden Fall blau. Nope. SpongeBob. Der ist gelb. Gampisto sage ich jetzt trotzdem einfach erstmal. Nope. Agrostella. Nope. Hydropi, hat man den schon? Ich glaube nicht. Dann Hydropi. Nee. Urzeit-Meme. Gastrodon. Nope. Ich glaube nicht dran, aber ich habe trotzdem Riolu. Nope.
Ich hau mal einen weiteren Tipp rein. Es sind alles Wasser-Pokémon. Das ist sehr gut zu wissen, weil mir fallen wieder Tausende ein, die keine Wasser-Pokémon sind. Frigometri. Nein, Spaß, stopp. Chalelos. Ne. Ach, das wissen die Leute ja nicht mal, wie man in den Schreib kommt. Idiot. Schigi. Fiona, ist Fiona Typ Wasser? Ja, ne? Mhm. Ja, nehme ich. Fiona ist es nicht. Baldorfisch. Nope. Ich weiß, ich habe Schmerbe heute irgendwann schon mal genannt. Ich weiß nicht, ob es in der Runde war, aber ich sag. Ja, hast du in der S-Runde genannt. Und genau, ne? Ich habe nur Welser gesagt. Schmerbe einfach nochmal. Schmerbe ist es auch wieder nicht. Apoqualyp. Nee, aber guter Call. Morlord. Felino ist auf Platz 10 mit gewesen. Morlord ist Platz 9. Ja. Das sind 4 Punkte für Lenny. Jetzt kann ich nicht mehr aufholen, ne? Ist es nicht mehr aufholbar, ja. Sollen wir trotzdem das letzte erraten? Ja, ich glaube, wir können. Stark. Ich gebe euch jede Runde einen Tipp und dann Gen 9. Junge, wenn es jetzt fucking Paldea Tauros Wasser ist, aber es ist. Ich sage jetzt Paldea Tauros Wasserform. Nicht richtig. Das Mon ist Teil einer Entwicklungsreihe. Lumispross? Es hat 2 Stufen und es ist die 2. Eine Ewigkeit später. Es ist ein Legenden-Arceus-Pokémon. Vielleicht. Lass dich mal kurz überlegen. Okay, wenn du keins im Kopf hast, dann nein, zählt nicht zu Gen 9. Ich wollte nur einen Call rauskitzeln. Ah, Junge, er spielt so hart mit unseren Gefühlen. Wirklich so. Wir werden hier gefoltert. Ich skip. Okay, willst du erst den Tipp oder willst du erst raten? Ich möchte erst raten, weil ich so. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass er mir noch eingefallen ist. Aber ich habe so tief gegraben und ich sage effing Delfinator. Es ist Delfinator. Es ist Delfinator. Ja, stark. Dann haben wir einen Endstand. 162 Punkte für Lenny. 149 für Timo. Ich denke, es war ein sehr, sehr spannendes Duell. Gerade zum Ende nochmal richtig, richtig spannend geworden. Muss man auch mal klatschen. Von daher, GGs an euch und an euch da draußen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal und schreibt unbedingt mal Fragen in die Kommentare, die ich euch mal stellen soll, damit andere versuchen, eure Antworten zu beantworten. Tschüss. Cool. Ciao.